Hallo Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play XCOM. Ja, Lutz, wir pirschen uns langsam an unser UFO ran, ne? Wir sind immer noch in der gleichen Aufnahmesession. Haben jetzt hier so ein fettes UFO vor der Brust. Genau. Und haben sie schon so ein paar entführte Viecher liegen. Da liegen auch so ein paar, genau. Was sind das? Rehe? Ich weiß es nicht. Es hat irgendwie vier Beine. Ich glaube, es sind keine Menschen, oder? Ja. Ja, es liegt hier alles rum und das finden wir total doof und dafür gibt es jetzt Ärger, ne? Okay. Ich wollte mit dem anderen Schützen, mit dem anderen Scharfschützen, wollte ich eben so ein bisschen hier oben rauf. Da oben gibt es auch eine halbe Deckung zumindest. Ist der nicht mal zu weit weg dann? Ja, ich ziehe das alles so ein bisschen auf die rechte Seite rüber. Wir hatten ja schon so ein paar Untiere auch wieder an ihren Geräuschen entlarvt. Ja, Chrysaliden. Chrysaliden, ja, sind immer in den großen, auf sind die immer hab auch ich Chrysaliden. Keinen Bock, Lutz. Die sind biestig, die Viecher. So, den will ich erstmal stehen lassen. Ich gehe quasi immer mit so einem Lasergewehrmännchen, ganz egal, ob das ein Stürmer ist oder ob das so ein Unterstützer ist, mit denen gehe ich vor. Deswegen leben die auch nicht so lange bei dir. Ja, die aber... Die dürfen immer durch alle Löcher kriechen. Ich kann ja leider die schwere Waffe, nachdem ich gezogen habe, nicht mehr einsetzen. Und deswegen muss halt jemand anderes mal gucken gehen, ne? So, gucken wir mal und sehen nix. So, dann ziehen wir den ganzen Kladderadatsch hier nach vorne. Ich meine, okay, die können wir alle in Feldposten nehmen und dann klar, kommen die auch. Dann... Lass mal kommen, ne? Ja, es kann natürlich auch gleich sein, dass wieder so eine böse Sache passiert und dann irgendwie alles uns in die Flanke fällt und so. Das kann passieren, man weiß es nicht. Ne? Aber wenn wir selbst auf der Flanke... Ja, klar, die können von der anderen Seite kommen. Ja, okay. Ja, klar. Ich wollte jetzt gerade sagen, wenn wir selbst auf der Flanke laufen, dann kann uns ja keiner, aber die können noch von der anderen Seite kommen, uns voll in den Rücken fallen, ne? So, er soll da auf jeden Fall einen Feldposten machen. Du sollst auf jeden Fall einen Feldposten machen. Du auch. So, Mr. Schlokutus ziehe ich gleich im Spurt nach. Wenn wir das jetzt eher alles so ein bisschen verlagern, macht das wahrscheinlich mehr Sinn. Ne, komm her jetzt. So, wie weit kommen wir denn da? Ja, so weit wie möglich. Einfach mal ranlaufen an die ganze Geschichte. Ist schon ein dickes Ding, was da liegt oder was da gelandet ist. Ne? Also, haben die da kommen sie. Ja, von der anderen Seite. Oh ne, Berserker. Berserker-Mutone. Die hatten wir noch nicht. Ja. Die kennen wir noch nicht. Jetzt kommt alles auf einmal, ich sag's dir. So ist das. So ist es immer. Wichtig ist, wir brauchen jetzt einen, der das da hinten aufklären kann, damit wir anfangen können zu bekämpfen. Was ist denn mit dem Gefechtsscanner? Wir haben noch einen. Können wir einsetzen. Oder ist das Verschwendung auf den Dreier-Trupp? Ja, Verschwendung kannst du nicht sagen, weil da, wo die herkommen, kommen ja vielleicht auch noch mehr her. Ja, Problem ist von geradeaus aus dem UFO. Genau, setze ich den aber jetzt ein. Kann ich nicht mehr feuern. Ja. Und was ja klar ist, da sind noch zwei Mutoden dabei, die kommen auf jeden Fall, die werfen Handgranaten, die sind bösartig. Besser wäre es, die aufzuklären und direkt zu bekämpfen. Okay. Das wäre der bessere, sicherere Weg. Würde ich nämlich einfach mal vorschlagen, wo waren die denn? Da. Das heißt, muss sie sehen und dann kannst du zumindest die Garotte schon mal einen davon wegmachen, behaupte ich mal. Ne? Den Berserker lassen wir erstmal an der Seite, der kommt eh, der kriegt es nachher über die Feldposten. So, sie sieht die, jetzt ist die Frage, was die machen. Die kommen näher. Das ist eigentlich nicht schlecht für uns, ne? Weil wir dann nämlich auch direkt noch gar nicht den Scharfschützen, sondern hier Mr. Schredder-Rakete einsetzen. Und Mr. Schredder-Rakete kriegt sie rein. Tut den richtig weh jetzt, wenn er trifft. Ich weiß, ich habe schon ein paar... Block kommen. Ja. Jawohl. Ich habe schon mal ein paar verhauen, ne? Das stimmt. So, fangen jetzt alle an einzuschüchtern. Ich glaube, sie schaffen es auch nicht. Der jetzt haben wir gerade ein paar Lecks. Tatsächlich. So, der Scharfschütze wird jetzt Folgendes machen. Und zwar wird er zwei, ich hoffe, wir haben doppelte Portion. Wird den da hinten ausschalten. 100% ohne Deckung, sehr nice. Jetzt wäre natürlich cool, diese Fähigkeit mit Ziel ohne Deckung bekämpfen gilt nicht als Aktion. Ne? Ja. Wäre natürlich richtig nice, haben wir aber leider nicht. Ne? Man kann halt nicht alles haben. Doppelte Portion aktiviert. So, doppelte Portion ist aktiviert, da kommt der nächste Schwere dran. Boah. Ja, so kann es laufen, wir haben Schnürchen. Ne? Und so ein Berserker, der hat natürlich extrem viele Lebenspunkte. Ich würde den jetzt auch einfach nur mit den schweren Waffen einsetzen. Ne? Trifft den auch. Zieht leider nur 6 ab. Ne? Der kann halt immer, wenn er getroffen wird, kann der ranlaufen. Ne? Und wenn er einen haut, dann ist er auch ziemlich sicher tot. So, wir machen aber mit der Schädlingsbekämpfung direkt weiter. Den haben wir da jetzt im Anschlag. Ach, der kann auch laufen.
So, wollen wir den da wegziehen? Ne, den lassen wir da. So. Leider auch nicht kritisch, das heißt auch maximal 5 Punkte Abzug, ne? Wenn man trifft. Das war. Jetzt müssen wir schon anfangen zu rechnen. So, er kann auf jeden Fall sein Crit-Ding raushauen hier. Wenn er kritisch trifft, ist vorbei. Sauber. Ja. Mensch, ey. Sauber. Gut, da haben wir schon mal. Kurzzeitig war ich so ein bisschen annervösiert. Ah, keine Nervosität. Das, aber das lass erstmal. Jetzt können wir erstmal den Rest, weil so, was übrig ist, im Feldposten. Ja, ich pack sie. Es ist nicht mehr viel, aber ein paar Leute können wir noch einen Feldposten setzen. Mr. Saegge kann auch noch ein Feldposten. Das ist natürlich auch nice an der Fähigkeit, ne? Ja. Das ist dieses, wenn du erst deine Hauptwaffe einsetzt, da oder kommt der nächste Trupp. Perfekt, wenn sie alle hintereinander kommen, ist es nicht so schlimm. Brampi steht natürlich vollkommen offen da. Schießt auch noch muss daneben. Da gleich weg. Wenn das Brampi war. So, die haben uns jetzt gesehen, gelten jetzt auch dummerweise als aufgeklärt und rennen uns nochmal irgendwie ran oder auch nicht. Da fliegt jetzt direkt die nächste Rakete hin. Das wird nice. So, wen haben wir denn da? Wo ist denn der Mann mit der Schredder-Rakete? Da. So, das ist also immer ein sehr schönes Ziel. Ne? 0% ist aber ein bisschen wenig. Wieso haben wir da 0%? Wahrscheinlich irgendwas im Weg. Dann nehme ich lieber diese 90%. Ja, ist besser. Bom, volle Kanne getroffen. Jawohl. So, die versuchen wieder einzuschüchtern. Gleiches Spielchen wie gerade. Wird ihnen nicht viel nutzen, weil wir sind dran. Mhm. Lass ich erstmal stehen. Wer braucht denn hier dringend Beförderung? Wer ist ja noch nicht befördert hier? Olli ist durchbefördert. Ich bin auch durchbefördert. Er ist noch nicht durchbefördert. Der hat die schwere Rakete geschossen. Er ist aber auch noch nicht durchbefördert. Kann er einen umlegen? Kann keinen sehen, ne? Kann auch keinen umlegen, weil die einfach noch viel zu viel Leben haben. Der Snip sieht sie nicht, aber der kann auch laufen und dann noch schießen. Vielleicht ziehe ich ihn jetzt da runter. Jo, sieht das jetzt kann er. 60%, das ist alles das gleiche. Es ist irgendwie ein bisschen wenig dafür, dass sie da wirklich ohne Deckung rumstehen. Könnte ein bisschen mehr sein, aber naja, okay. Wir lassen ihn mal feuern. Sieht gut aus. Zack. So, da haben wir einen. Da, wie gesagt, den Olli halten wir uns nochmal frei. Jetzt ist die Deckung hier vorne weg. Tragisch. Ja. Brampi lieber erstmal in Sicherheit. Brampi ziehe ich hier in die halbe Deckung und versuche von da aus zu feuern. Vielleicht kriegen wir ja einen. Ich glaube nicht, dass er genug Schaden macht, um die umzulegen. Hat immerhin 70%. Schießt okay. Vorbei. Hatten wir gerade aber schon mal, ne? Da hat er auch daneben geschossen. So, dann hatten wir noch die Möglichkeit, ihn ein bisschen näher ans Geschehen zu ziehen, sobald ich die Bewegungslinien sehe. Da sind sie. Dann nehme ich da in die halbe Deckung. Manchmal treffen die halt irgendwie mit ein bisschen mehr Schaden. Ja, 60% Crit immerhin. Ja. Da winkt auch schon die Beförderung, ne? Ist befördert. Ja, sehr schön, sehr schön. So, Olli, möchtest du den Abschuss haben? Gut, das ist mir eigentlich Wurst. Ich gönne dir den. Jawohl. Wollen ja hier keinen Yacht-Night aufkommen lassen, ne? So, okay. Damit geht der Olli in den Feldposten, der Snip geht in den Feldposten. Der hat nämlich gar nicht geschossen. Und dann ist er zu rum. Und hat auch noch Opportunist. So, Chrysaliden. Und noch mehr Mutonen. Oh. Ja, aber das war jetzt ganz schön, dass sie wirklich alle hier in unsere komplett feuerbereite Mannschaft gelaufen sind. Das Problem ist, wie weit dürfen wir uns jetzt vorwagen? Das ist eigentlich gar nicht so weil wild. Weil wir stehen total kompakt, wir stehen total gut. Eigentlich, ja, ist es auch. Ich werde jetzt den Paul Thompson hier nach vorne ziehen. Wenn sich da was auftut, mit Sturm und Schuss wieder zurück. Und dann machen wir das gleiche Spielchen nochmal. Kann aber natürlich sein, dass sich jetzt erstmal gar nichts tut. Hier, das ist so ein Chrysaliden-Ding, ja, wo die gerne herkommen, so von der Seite. Lelelelele.
Ob man dann erstmal jetzt wieder eine Feldpostenrunde macht, oder? Ja, ich würde ein bisschen, wir müssen ja auch irgendwie daran denken, dass wir gleich in das UFO rein wollen. Und einfach hier so ein bisschen, ein bisschen ummodeln. Also quasi hier so über rechts dann da rein. Ne? Okay, den Scharfschützen stelle ich erstmal dahin. So. Das ist ein schwerer. So. Ja, er kann eigentlich da erstmal bleiben. Da so ein bisschen aufpassen. So. Wenn jetzt alle bewegen, ist natürlich wieder gefährlich. Deswegen lasse ich den auch im Feld posten. Und den lasse ich auch im Feld posten. Und den ziehe ich noch hinterher. Irgendwie da würden wir schon wieder anfangen zu triggern. Das ist aber die einzige Deckung, die da in der Nähe ist. Dann würde ich... Kannst du natürlich auch was anderes machen. Wir können langsamer vorgehen. Und hier erstmal einmal eine neue Energiezelle zuführen. Aha, aha, guck da. Hört ihr das? Ah, da kommt was. Ja, da sind sie. Da gibt es so direkt Reaktionsfeuer. Bam, super. Extrem viele Mutonen hier. Extrem viele, mein Gott, ne. Ja, aber es ist ein Gegner, auf den kann man sich wenigstens einstellen. Es ist ein extrem starker Gegner, weil sobald die in die Nähe kommen und hier uns mit Granaten bewerfen können, sind die echt biesig, ne. Wir werden erstmal gucken, ein bisschen Glück kann die alte Garotte die sehen, über die Teamsicht, jawohl. Jo. Und vielleicht schon mal ein oder zwei ausschalten und den Rest würde ich dann kommen lassen. Ja, doppelte Portion haben wir wieder. Doppelte Portion haben wir, Crit haben wir auch, würde ich auch aktivieren, weil könnte ein sicherer Tod sein. Ja. Jawohl. Genau so. So, jetzt haben wir über doppelte Portion, einen Schuss haben wir noch und dann ist Schluss, dann müssen wir nachladen. Dann würde ich den Angefrackten nehmen. Weil wir können jetzt den Crit nicht mehr aktivieren. Ja, auf der anderen Seite könnte ich natürlich auch mit dem anderen ein bisschen Harakiri betreiben, ranlaufen und dem anderen eine Granate an den Kopf werfen. Ne? Also die Granate auch. Zieht nur 3 ab. Dann haben wir immer noch einen über. Granate zieht nur 3 ab? Ach stimmt, die Alien-Granate zieht 5 ab. Hm. Ja, wir versuchen den mal umzubringen. Hä? Hä? Auf den kann ich irgendwie nicht schießen. Und diese Fähigkeit braucht noch ach so, T-3, oder? Ja, es ist. Ach so. Es war auf dem Crit-Ding. Ah, drauf. Alles klar. Wer hat denn einer mehr Crit? Beide 40%. Ja, ich versuche den vollen. Im Zweifelsfall kriegen wir sie nämlich jetzt in einer Rutsche weg. Ein bisschen Lack. Ja, sieht nicht so aus. 5. Naja, es war wirklich nicht so viel. Ja, da war wieder durch diese. Scheibe da, in Anführungsstrichen. Diese Scheibe. Da hast du mir schon mal gesagt, dass dadurch die Schüsse ja, sowieso schlechter werden. Ja, ne? Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es so ist. So, schauen wir mal, ob wir da noch mit Rakati hinkommen. Nee, nein. Kommen wir nicht. Was ist das? Oliver, hat der auch noch einen Rakati am Start? Ja. Ich chatten hier. Boah, das sieht gut aus. Ganz knapp einen. Ja, die sind drin. Ja? Ja. Ciao. Wenn er genug Schaden macht. 2, 4, 5 müsste eigentlich reichen. Ja, 6, 6. Ja, Olli, du holst hier bisher mächtig am Frax aufholen dran. Ich habe ja, auch ein paar richtig dicke Dinger verbockt in den letzten Missionen. Ja, also stimmt, von daher, ich glaube 3 Raketen oder so, die du geschossen hast. Ich habe auch ein bisschen was zum Gut machen. Ja, ja. Das war irgendwie so. Ja, dann würde ich sagen, nachladen. Ja. Natürlich nichts ohne Deckung hier, da muss er in Feldposten gehen. Der geht ein Stück nach vorne. Macht da einen Feldposten. Der macht auch einen Feldposten. Da guck mal. Oh, da kommen die Chrysaliden von hinten. Du Sauerei. Alles daneben geschossen. Also Rambi ist nicht unser Meisterschütze, ne? Das muss man mal sagen. So, die Jungs sind jetzt dran, die sind auch total aggressiv, die gehen immer nach vorne, die kennen gar nichts anderes. Ja, da wurde immerhin. Einer fast,
fast gekillt. Ja, sammelt euch mal schön auf einem Haufen. Ich kenne da noch einen Kumpel, der eine Handgranate hat und der euch gleich mal ordentlich damit einheizt. Ja, toll, drei. Ja, aber der eine ist auf jeden Fall tot. Das heißt, ich kann mir mit ihm hier schon mal jemand anderen vornehmen. Also nicht den, sondern den zum Beispiel. Und wenn der auch einen entsprechenden Treffer kriegt, fällt er auch mit der Granate um. Daneben. Was? Das ist doch Witz. Das ist doch Witz. Ja, er hat sogar auch noch einen. Das passt doch, oder? Ja, da holst du nur unsere Leute mit rein. Schauen wir mal. Ja, jetzt mal gucken, wo er überhaupt so einen Schusskanal hätte. Ja, da funktioniert es nicht. Ne, das schafft er nicht. Schade. Okay. Thompson hat noch die Granate. Ja, das ist ja, das wär, auf jeden Fall Safe-Kill. Ja, ne? drei sicher. Wir sitzen da vorne. Ich? Ach, du. Lutz, du willst mit den Chrysaliden spielen? Lutz, die müssen weg. Hier ganz alleine. 96%, also wenn das nichts wird. Die halten auch was aus, die Dinger, ne? Aber auch Safe-Kill, wenn da jetzt eine Granate hinfliegt. Drei. Wir hatten nur drei Lebenspunkte. So, und dann machen wir nämlich mit ihm, hier machen wir das gleiche Spielchen. Nämlich auf den, der noch Leben hat. Welcher ist es? Der hier. Ja, das glaube ich sogar ein Kill. Voll vor die Omme. So, jetzt haben wir irgendwie alle verschossen hier. Aber den Granatenwurf noch. Wieso Granate werfen? Ich muss nachladen hier. Cool bleiben. Olli fürchtet um seinen Roadblock hier. Ja. Vom Allerfeinsten. Na komm schon, wenn ich die jetzt verwerfe, was ist dann? Bist du dann sauer? Ja. Wenn du dich zufällig verklickst, meinst ja, du? Ja, wenn ich die aus Versehen dahin werfe. Ja. So, Jungs, kommt. Verabschiedet euch. So muss es sein. Wunderbar. So, Olli macht auch einen Reload. Und da sind wir schon nicht mehr dran. Tja, so geht's, ne? So schnell geht's. Nicht weit nach vorne gekommen. Es war echt frech, dass sie jetzt von da gekommen sind, ne? Aber das war eine gute Folge. Ja, ist schöne Folge. Hat Spaß gemacht. Ja, genau. Wir haben alles weggefrackt und ja. Die Chrysalin-Bedrohung. Ich hoffe, es kommen nicht noch mehr. Aber wir werden es ja gleich sehen. Oder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play XCOM. Bis dann, Leute. Bis dann, ciao. Tschüss.